Also nochmal guten Abend. Wir haben heute das Thema digitale Angebote des BLF. Ich möchte diesen Vortrag nutzen, Ihnen einen Überblick zu geben über das, was wir an digitalen Angeboten haben. Die erste Frage, die sich stellt, ist natürlich die Frage, ist das was Neues, digitale Angebote? Und ich habe hier ein paar Beispiele aufgeführt. Natürlich ist es nichts Neues, aber es verändert sich. Und das ist auch Inhalt des Vortrags. Also was haben wir bisher? Zum Beispiel die BLF Homepage, die Informationen zum Verein, Satzungen, Mitgliedsbeiträge, Standorte und sowas enthält, Veranstaltungstermine auflistet und andere Aktivitäten beschreibt. Wir haben das Thema oder hatten das Thema Bayernregister. Dort war eine Datenbank eingerichtet, die aufgezeigt hat, wer nach welchem Namen in welchem Ort forscht. Und wir haben sicherlich auch eine wichtige Geschichte, unsere BLF-CD und DVD gehabt. Jetzt sehen Sie, dass bei Bayernregister und bei BLF-CD-DVD jedes Mal daneben steht, eingestellt. Warum? Was ist da los? Register war eben, wer forscht, wonach Namen. Es wurde eingestellt, weil das Problem war, dass dort jetzt keine Daten zu einzelnen Personen da waren, sondern es war immer nur ein Name, also ein Familienname. Und es war dort ein Ort und ein Zeitraum angegeben und der Name eines Forschers. Ziel war also, eine Kontaktbörse zu sein, um gleichgesinnte Forscher zu finden und sich mit ihnen auszutauschen. Das Problem ist, wenn Forscher ausscheiden aus dem Verein, also nicht mehr oder ihre Forschung einstellen oder im schlimmsten Fall auch versterben, was in fortgeschrittenem Alter manchmal vorkommt, dann sind diese Informationen eigentlich wertlos, weil ich kann mit diesem Forscher keinen Kontakt mehr aufnehmen. Also es machte wenig Sinn, diese Daten in dieser Form so weiterzuführen. Interessant sind Daten, wo ich konkret Informationen über Personen habe, Genealogien, und dort war die BLF-CD und DVD ein gutes Medium. Dort haben sie große Datenbanken gefunden. Wir schauen nachher nochmal drauf, was es da so gab. Aber auch das haben wir eingestellt. 2018 ist die letzte DVD erstellt worden. Hier ist der Hintergrund ein technischer. Also sprich, die Technik und also sowohl Hardware wie auch Software verändern sich. Und Smartphones, Laptops oder Tablets haben kein DVD-Laufwerk. Also dieses Medium hat sich überholt und deswegen mussten wir auch das einstellen. Ersatz. Das wollten wir heute uns anschauen. Welchen Ersatz gibt es? Vielleicht ein kurzer Rückblick nochmal auf das Thema BLF-CD-DVD. Die sind seit 2004 im Zwei-Jahres-Rhythmus erstellt worden. Und Sie sehen auf der letzten CD-DVD 2018 waren Datenbanken mit ca. 960.000 Personen. Davon waren ungefähr 400.000 Personen, die echt in Genealogien, also verknüpft mit ihren Familienangehörigen, abgebildet waren. Es gab andere Listen, die ganz hilfreich waren, so Abdeckerlisten. Es gab Ahnenlisten aus dem BLF-Archiv. Hochzeitsbücher aus bestimmten Orten und so weiter. Also das heißt, diese DVDs waren schon sehr interessant und haben auch gezielt Informationen zu Personen mit ihren bekannten Daten in den Datenbanken enthalten. Wenn Sie im Internet nachschauen, unter Publikationen BLF, CDs, DVDs, dann finden Sie dort die Inhaltsangaben zu den einzelnen DVDs. Was ist auf diesen DVDs enthalten? Ich will jetzt dort nicht auf die Details eingehen.
weil die meisten von Ihnen diese DVDs ja kennen. Mein Hinweis nur, das, was auf den DVDs drauf ist, ist nach wie vor von Interesse und hat sich nicht überholt. Aber wieder zu unseren Ersatzlösungen. Wie kann ich hier das, was wir bisher erfolgreich auf DVD hatten, transportieren in die heute gängigen Umgebungen? Da fragt sich zunächst mal der Laie, was gibt es denn da für Zielsetzungen, die wir uns dabei überlegt haben? Die erste Zielsetzung, die wir haben, ist gerade auch in Corona-Zeiten, das Forschen im Internet hat an Bedeutung zugenommen, ist sehr bequem von zu Hause bestimmte Angebote zu nutzen. Und zwar unabhängig vom räumlichen Zugriff als auch von den zeitlichen Angeboten. Ich kann also auch nachts um 10 noch in digitalen Kirchenbüchern blättern. Das nächste ist, dass wir uns dafür sprechen, die digitalen Angebote oder durch die digitalen Angebote einen höheren Bekanntheitsgrad zu erreichen. Hier hilft uns, wie immer, Tante Google. Denn das, was wir im Internet auf unserer Homepage anbieten, wird auch durch die Google-Suche gefunden. Zum Teil sogar besser als das, was wir durch eigene Suchmöglichkeiten auf den BLF-Seiten selber haben. Nur ein Beispiel. Wenn Sie auf den BLF-Seiten nach einem bestimmten Namen suchen, dann wird er in den PDFs nicht gefunden. Das ist ein Problem, das irgendwann behoben wird. Wir stellen die technischen Grundlagen derzeit um, aber das wird noch eine Weile dauern. Also wenn Sie hier das Feld Webseite durch Suche nutzen, dann findet diese Suche nichts, was in einem PDF drin steht, sondern nur das, was auf den Seiten selber hier als Text vorhanden ist. Google-Suche würde aber das, was in den PDFs drin ist, finden. Also das ein ganz nützlicher Hinweis. Also Bekanntheitsgrad erhöhen war ein Ziel. Wir wollen aber auch die Vereinsmitgliedschaft natürlich für Sie vorteilhaft machen. Das heißt, wir wollen hinter einer Anmeldung, also Informationen geschützt für Dokumente aus den Archiven des BLF, Stammbäume, Ahnenlisten von Forschern aktuell und aus dem Archiv. Und das eben dadurch, dass wir zwar gewisse Informationen der Metadaten, also sprich, dass wir solche Daten haben, dass wir solche Dokumente haben, die wollen wir allgemein zugänglich machen, aber den Inhalt selber, der soll nur Mitgliedern zugänglich sein. Das nächste ist, dass wir Vorträge im Internet anbieten, per Livestream, also das, was wir jetzt gerade tun, und aufgezeichnet dann auf YouTube. Das Ziel ist, dass wir einmal unsere Reichweite verbessern. Wir hatten früher Vorträge in München im HDO. Man musste also hinfahren und der Großraum München hatte zwar gute Anbindung nach München, aber wenn einer in Ingolstadt wohnte, hat er Probleme, nach München zu kommen. Und für einen Vortrag dahin zu fahren, das macht nicht gerade Sinn. Also die Verbreitung über das Internet im Livestream verbessert auch unsere Reichweite und der Zugriff nachträglich auf den aufgezeichneten Vortrag schafft auch die zeitliche Unabhängigkeit, sich die da das, was vorgetragen worden ist, nochmal in Ruhe anzuhören und anzusehen. So, worum geht es im Einzelnen? Das, was wir uns gleich auch mal etwas detaillierter ansehen wollen. Das eine sind öffentliche Angebote, das heißt, ohne dass man sich als BLF-Mitglied anmelden muss, kann ich erreichen die gelben Blätter. Die gelben Blätter kennen Sie, das ist unsere Jahreszeitschrift mit Aufsätzen zu genealogischen Themen. Die sind
mit Ausnahme der letzten 5 Jahrgänge, komplett online gestellt und können als PDF heruntergeladen werden. Sie können dort alle gelben Blätter der früheren Jahrgänge inklusive der Vorgänger oder Vorläuferexemplare sich im Internet über unsere Homepage herunterladen und in Ruhe anschauen. Wir schauen uns das gleich auch nochmal an, wie es in der Praxis aussieht. Es gibt Forschungshilfen, die wir auf unserer Homepage schon seit langer Zeit auch haben. Auch die sollte man sich nochmal kurz im Überblick anschauen. Da sind ganz interessante Sachen dabei. So, dann geht es in die gemischten Angebote. Die gemischten Angebote sind also teils öffentlich, kann also als Gast bestimmte Informationen bekommen, aber sie haben auch zusätzliche Möglichkeiten und Optionen für Mitglieder. Und wir werden uns nachher ansehen, eben das Thema Sterbebilder, Friedhofsprojekt, Schuljahresberichte, aber auch Digitalisate, die wir jetzt gerade neu in eine digitale Bibliothek einstellen. Um die Mitgliederservices zu nutzen, ist es erforderlich, sich einmalig zu registrieren. Auch das schauen wir uns kurz an. Und wenn Sie die Registrierung haben, dann können Sie beim Einstieg in die Online-Seiten des BLF sich anmelden und damit eben die erweiterten Services nutzen. Soweit der Überblick. Jetzt sollten wir uns mal die Details anschauen. Sie kennen unsere Homepage. Sie finden links die Menüleiste. Sie finden dort unter Publikationen das, was ich gerade aufgeblättert habe, nämlich die BLF-CDs, DVDs mit ihren Beschreibungen. Und Sie finden Blätter des BLF. Hier auf. Ich muss immer ein bisschen hantieren, weil ich da oben ein paar Menübalken eingeblendet habe, die Sie nicht sehen und die der Steuerung der Videokonferenz dienen. Also, des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde. Sie sehen als erstes mal hier unten Listen, wie man sich die Blätter als Papierdokument bestellen kann. Welche gibt es? Welche sind verfügbar? Wie kann ich sie bestellen? Interessant sind aber hier die gelben Blätter digital. Und die digitalisierten BLF, Sie sehen hier, wo die gelbe Lampe ist, erreichen Sie durch eine tabellarische Übersicht. Wir sehen die Übersicht. Dort sind die Blätter aufgelistet und gleich zu Anfang stehen einige wichtige Informationen, nämlich einmal eine Inhaltsübersicht nach Themen. Und wenn Sie hier hinten drauf drücken, auf unter Datei, da sehen Sie das Symbol für eine PDF. Dann wird Ihnen das Inhaltsverzeichnis eingeblendet, das einmal eine Rubrik hat: Familien, Personen, Landschaften, Orte. Also eine sehr gute Übersicht nach Klassifikationen. Sie können aber auch sagen, ich suche einen bestimmten Ort und schaue mal nach, wo dieser Ort überall auftaucht, in welchen gelben Blättern. Oder ich suche einen bestimmten Namen und kann schauen, in welchen gelben Blättern sind zu diesen Familien Aufsätze oder Genealogien.
Gelbe Blatt selber. Hier sehen Sie dann hier die Jahrgänge und die Jahreszahlen, zu denen diese Blätter entstanden sind. Mache jetzt mal ein Blatt auf. So sieht es aus. Gescannt. Schön super. Und hilfreich ist links, Sie sehen hier die Lesezeichen. Die Lesezeichen beginnen immer zu einem neuen Abschnitt und zu einem neuen Thema. Und Sie können damit ganz schnell die entsprechenden für Sie vielleicht von Interesse die Absätze zu finden, die Ihr Interesse haben. Wenn hier ein Pfeil ist, dann würde ein Unterverzeichnis, Unterkapitel aufgemacht. Also das nur als Hinweis für die Navigation in diesen Dokumenten. Also das ist ein Angebot, das sowohl Mitglieder wie auch Nichtmitglieder kostenfrei nutzen können. Etwas, was auch schon lange zur Verfügung steht, sind die Forschungshilfen. Einmal genealogische Links. Sie sehen dort etliche hilfreiche Links. Wer schon eine Weile unterwegs ist im Internet, wird die meist kennen, aber das sind so aus unserer Sicht die Highlights. Den Verweis auf das Portal Bavaria, das finden Sie über die Computergenealogen auch. Das wird von Mitgliedern des BLF zum größten Teil gefördert und bedient. Sie finden aber auch solche Dinge wie historische Werte, Dateien, Preise, Löhne, Erträge. Ja. In alten Unterlagen, Briefprotokollen oder anderen, Kaufpreise findet oder anderes, der kann hier Vergleichspreise und Löhne heranziehen, um einen Vergleich zu bekommen. Was wäre das denn heute wert? Es ist nicht ganz einfach, eine Umrechnung zu machen, aber es gibt Anhaltspunkte, wie denn damals Einkommensverhältnisse ausgesehen haben und was zum Beispiel ein Brot im Vergleich zu den durchschnittlichen Löhnen, was ein Brot im Vergleich zu den durchschnittlichen Monatslöhnen gekostet hat. Und man kann das mit heute vergleichen. Dabei muss man eben wissen, dass Brot sich ganz anders entwickelt hat als Löhne. Aber deswegen hier der Versuch, einige Ansätze zu geben, wie man solche Zahlen aus alten Unterlagen werten kann. Ein interessantes Verzeichnis, müssen wir uns im Einzelnen nicht anschauen, aber es gibt ein Verzeichnis, wer 1850 in München ein Haus besessen hat. Namentlich aufgezeichnet mit Adresse. Eine weitere Hilfe für die, die in München forschen, Konkordanz der Straßennamen. Die Straßennamen, wie sie 1850 gegolten haben, gelten heute zum Teil nicht mehr. Wie sie sich verändert haben, das zeichnet diese Konkordanz der Straßennamen aus. Sie sehen dort den alten Straßennamen, 1850 circa. Und Sie sehen das, was es heute wäre. Die Adelgundenstraße zum Beispiel gibt es heute auch noch, aber nur noch zum Teil. Denn ein anderer Teil der Adelgundenstraße ist heute St. Anna Straße. Also solche Umbenennungen oder der enge Benennung und Veränderungen kann man hiermit auflösen.
Für die, die in der Oberpfalz forschen, in der Oberpfalz, aber auch in anderen Gegenden gibt es Orte, die untergegangen sind, die also irgendwann verwüstet worden sind und die nicht wiedererstanden sind. Solche Orte sind hier für den Bereich der Oberpfalz und das angrenzende Böhmen aufgeführt. Ja, also Hinweis Annahütte, der frühere Ort Annahütte, ist heute Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Da ist nichts mehr. Die alten Häuserruinen, die stehen zum Teil noch, weil sie für Simulation von Straßenkämpfen benutzt werden. Aber es gibt sogar Besuchgruppen, die dort auf dem Truppenübungsplatz Leute, die sich für das alte Dorf Annahütte interessieren, führen. Also auch das gibt es. Solche Hinweise sind hier durchaus interessant. So, jetzt zu den anderen Projekten, dort wo es mehr auch um echte Personendaten geht. Das wäre einmal das Bayerische Sterbebildprojekt. Das ist das älteste Projekt, das wir in diesem Bereich auf der Homepage haben. Sie können zur Online-Recherche hier verzweigen. Und werden dann aufgefordert, sich anzumelden. Sie können entweder als Gast sich anmelden, falls Sie keine Berechtigung haben. Wenn Sie Mitglied sind, sollten Sie sich einmal registrieren. Das geht hier über den Button Zugangsberechtigung anfordern. Dieser Zugang, Sie werden also eine Benutzer-ID erhalten, das ist Ihre Mitgliedsnummer, und Sie vergeben selber ein Passwort. Und mit diesen beiden Dingen, nämlich Kennung und Passwort, können Sie dann alle Services, die wir hier für den Mitgliederbereich vorgesehen haben, nutzen. Also Sie müssen sich nicht mehrfach registrieren, eine Registrierung reicht. Ich melde mich jetzt mal mit Benutzerkennung und Passwort an. Jetzt So, jetzt müssten Sie die Suchmaske sehen für die Sterbebildsuche. Auf dieser Suchmaske können Sie nun nach verschiedenen Kriterien, Vornamen, Nachnamen, Geburtsnamen, bei Frauen interessant, aber künftig auch mehr bei Männern. Sie können nach Geburtsdatum, Sterbedatum, nach Alter suchen. Ganz wichtig und ganz interessant ist das Feld Suchfragment. Wenn ich hier zum Beispiel eingebe einen Familiennamen, dann sehen Sie, dass ich hier Personen mit dem Familiennamen Frankl habe, aber auch Personen, wo der Geburtsname Frankl heißt. Also das heißt, es wird in allen Feldern nach diesem Begriff gesucht. Das kann positiv sein, weil man sonst bestimmte Dinge nicht finden würde. Das kann negativ sein, weil man vielleicht zu viel gezeigt bekommt. Dann muss man entsprechend über die anderen Felder etwas einschränken. Kennen Sie alle diese Anwendung? Oder gibt es Personen, die noch nicht gesucht haben? Keine Wortmeldung bisher? Okay. Ist das Besondere, wenn ich einen Namen klicke, dann sehe ich die Daten, die auf dem Sterbebild drauf sind.
aber ich sehe kein Bild. Was ist passiert? Das Sterbedatum war 1980. Das Problem ist nicht der Datenschutz, sondern das Urheberrecht. Gedruckte Medien, die wir nicht selber hergestellt haben und die jünger sind als 70 Jahre, dürfen wir nicht veröffentlichen. Das heißt also hier, die jüngeren Bilder kann ich nicht sehen. Ich kann zwar die Daten sehen, die Bilder kann ich nicht sehen. Wenn ich zurück zum Suchergebnis gehe und dauert wieder ein bisschen, mal hier suche, die Franziska Frankl zum Beispiel, die ist 1936 gestorben, also vor mehr als 70 Jahren. Wenn ich dort aufklicke, dann sehe ich neben den Daten auch das Bild als Scan. Vorderseite und Rückseite. Ich kann also mir das gesamte Dokument anschauen. Wenn ich der Meinung bin, das ist ja toll, das ist ein Bild, das mich interessiert, dann habe ich hier unten einen Button, der heißt Scan anfordern. Einfach drücken und Sie kriegen per Mail diesen Scan zugesandt. Dauert ein, zwei Tage, aber dann kommt das Ding von alleine. Sie sehen hier auch einen anderen Button. Wenn Sie sehen, oh, da ist aber was falsch, falsch erfasst, falsch abgeschrieben, dann kann man das über diesen Button Datenfehler melden, zurückmelden, sodass dann die Administratoren das korrigieren können. Gibt es von Ihrer Seite Fragen zu der Anwendung? Keine Wortmeldung. Also vergessen Sie nicht, wenn Sie sich zum Wort melden, müssen Sie Keine möglicherweise Frage. Alles wunderbar. Ihre Wunderbar. Stummschalttafel. Wunderbar. Klar. So, damit wären wir bei den Sterbebildern durch. Wir schauen uns als nächstes an das Friedhofsprojekt. Es ist so ähnlich aufgebaut wie das Sterbebildprojekt. Es gibt hier eine kleine Ergänzung, nämlich die Frage, welche Friedhöfe sind eigentlich bisher erfasst? Und das wird in einer Tabelle angezeigt. Und Sie finden hier den Ort und den Friedhof und Sie finden dazu die Informationen. Sie sehen hier beim Axhäuser Friedhof, da steht es, bisher nicht fotografiert, hier wird ein Fotograf gesucht. Aha. Aber der nächste Friedhof, der Axheimer Friedhof, der ist fotografiert, komplett. Die Daten sind erfasst und sind auf unserer Homepage im Friedhofsprojekt durchsuchbar. Die Fotos der Grabmäler und haben wir intern archiviert und sie sind auch digital hinterlegt. Aber da muss ich gleich noch ein bisschen erläutern. Also das, wie gesagt, erstmal die Übersicht, welche Friedhöfe sind erfasst oder sind in Arbeit. Und Sie können hier oben einschränken und sagen, mich interessieren jetzt Friedhöfe innerhalb eines bestimmten Bereiches. Und dann gibt es eine Liste nach Orten oder eine Liste nach Regionen. Müssen wir das nicht im Detail anschauen, wenn Sie da Dinge suchen. Wie gesagt, nur hier oben haben Sie die Möglichkeit, diese Friedhofsübersicht einzuschränken. Das denn jetzt hier? Also, jetzt habe ich wieder mal das Einbild gesucht. Kleinen Moment. Da sind wir jetzt. So. Friedhofsbild, das gleiche Anmeldebild, das Sie kennen. Für Gäste Zugang möglich. Für Mitglieder
Benutzername und Kennung eingeben, anmelden. Und auch hier wieder ähnliche Suchmaske, ein Suchfragment. Muss mal gerade meine Stichworte hier suchen. Ich gebe mal wieder den Namen Frankl ein. Auch hier haben wir wieder die Übersicht mit den Daten. Wenn ich hier auf eine Person klicke, dann sehe ich wieder kein Bild. Das Problem bei den Grabmälern ist wieder das Urheberrecht, diesmal nicht an gedruckten Werken, sondern das Urheberrecht der Steinmetze. Und das Problem ist, dass auf einem Grabstein oft mehrere Personen enthalten sind. Und man muss immer von der jüngsten Person dann ausgehen. Also hier sind nur ganz wenige Bilder freigeschaltet von dem persönlichen Grabmal. Wenn ich zum Beispiel jemanden nehme wie den Frankl Gottfried, ich sehe wieder die Daten und ich sehe etwas, was es bei den Sterbebildern nicht gibt. Es gibt einen Button Grabbelegung anzeigen. Bei den Gräbern ist es ja so, dass es oft Familiengräber sind. Und wenn ich hier auf Grabbelegung gehe, sehe ich tatsächlich, es sind vier Personen hier beerdigt. Auch daraus kann man Schlüsse ziehen. Zurück komme ich wieder, indem ich entweder auf neue Suche klicke oder hier einfach einen dieser Personen auswähle, bin dann wieder in der alten Anzeige und kann hier auf das Gesamtergebnis zurück. So, Bilder, habe ich gesagt, sind wenige drin, aber welche Bilder sind öffentlich? Nämlich Bilder von Denkmalen. Also wenn ich mal nach dem Wort Denkmal suche und außerdem sage, ich möchte Fotos sehen, dann sehe ich hier Personen auf Kriegerdenkmal in Taggersheim zum Beispiel. Ich klicke einfach mal drauf und dann sehe ich tatsächlich die Abbildung mit einer Namenstafel, Vorseite, Rückseite oder linke Seite, rechte Seite, je nachdem, was gebraucht wird. Manche Bilder, die sind so groß, und Sie sehen dann eingeblendet rote Pfeile. Wenn Sie mit dem Cursor hier hingehen, dann sehen Sie, dass Sie das Bild verschieben können. Also nicht klicken, festhalten und schieben, sondern einfach nur mit dem Cursor in die Richtung eines dieser roten Pfeile gehen und das Bild wandert. Ich nehme einmal ein Bild, auf das ich auch versehentlich oder zufällig gestoßen bin. Zum Beispiel hier Johann Christoph, Kriegerdenkmal in Alsmoos. Schauen Sie mal, was das für ein schönes Ding ist. Hier finden Sie sogar Fotos von bestimmten Personen. Also, Sie können sich das Foto anfordern, ähnlich wie bei den Sterbebildern, den Scan. Und haben möglicherweise von einem Verwandten sogar ein Bild. Also es gibt vieles zu entdecken.
Hauptsitz halt hier. So, das waren das Thema Erdbilder und Friedhofsprojekt. Da war der einzige Unterschied, dass Sie als Mitglied, wenn nicht gegen das Urheberrecht verstoßend, dann auch ein Bild sehen. Ansonsten sehen Sie das Gleiche, was Sie als Gast sehen. Anders sieht es aus beim Thema Schuljahresberichte. Schuljahresberichte sind eine ganz interessante Quelle. Es gibt eine tabellarische Übersicht über die digitalisierten Schuljahresberichte. Also, halt. Jetzt sehen Sie das. Ich bin gerade rausgegangen, deswegen hatte ich meine Anmeldung verloren. Jetzt sehen Sie hier das, was jeder Gast sieht, nämlich es gibt einen Schuljahresbericht zur Technischen Hochschule Danzig oder auch zu anderen Berichten. Es gibt eine Datei, aber sonst steht hier nichts. Aber hier steht für BLF-Mitglieder nur zum persönlichen Gebrauch zugänglich. Also, wie komme ich dahin? Ich muss mich ganz unten in der Fußleiste gibt es einen Button Mitgliederanmeldung. Und dann werde ich aufgefordert, mich hier auf dieser Seite anzumelden. Auch hier wieder der gleiche Name wie vorhin bei Sterbebett und Friedhof. Und um den Missbrauch durch diese Suchmaschinen zu verhindern, wird hier eine Abfrage reingestellt, die ich beantworten muss. Ich bin also jetzt angemeldet. Ich sehe hier einen neuen Bereich. ELF-Mitgliederbereich Digitalisate. Auf die Seite, die Sie gerade auch gesehen haben. Wenn ich jetzt in die tabellarische Übersicht gehe, dann sehen Sie, hier ist auf einmal das Symbol für ein PDF und ich kann hier auch dieses PDF direkt aufrufen. Sie können hier, Sie sehen hier links dieses Symbol, Sie können sie dort in entsprechende Miniaturübersichten einblenden oder auch Lesezeichenverzeichnis. Hier macht es keinen großen Sinn, weil die Schuljahresberichte eigentlich nur nach Seiten strukturiert sind. Jetzt mal einen Schuljahresbericht einer Region aus. Ich nehme jetzt mal südöstliches Oberbayern. Anwenden, damit wird jetzt der Filter gesetzt. Und ich sehe zum Beispiel hier einen Schuljahresbericht zum Gymnasium Burghausen für den Jahrgang 1903-1904. Wenn ich den Schuljahresbericht öffne, dann schauen wir uns doch jetzt mal den Inhalt etwas genauer an. Also, das Erste, was ein Schuljahresbericht enthält, ist ein Verzeichnis des Lehrpersonals. Manche haben ja auch Lehrer bei ihren Vorfahren, also das ist schon mal ein erster Ansatz, hier zu finden, für welche Klasse war dieser Lehrer zuständig, welche Funktion hatte er. Das sind ein paar Daten. Dann finden Sie sehr ausführlich beschrieben den Lehrstoff für die einzelnen Klassen.
Und für uns als Genealogen ist es natürlich ganz interessant. Es gibt ein Schülerverzeichnis. Sämtliche Schüler sämtlicher Klassen für diesen Jahrgang stehen hier aufgeführt. Zum Beispiel Bauer Rudolf, geboren am 26.04.84, Geburtsort Teining, Stand- und Wohnort der Eltern, die Eltern oder der Vater war Bezirkshauptlehrer in Taufkirchen. Oder hier beim Friedel Anton war der Vater bereits verstorben, Militärpensionist. Also durchaus interessante, für einen Familienforscher interessante Daten. Ich hoffe, Sie haben schon mal in diesen Dingen sich umgeschaut, denn das ist ja eine Quelle, die so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Man sucht ja immer nach Kirchenbüchern und anderen Sachen, aber auch solche Hilfsmittel sind da. Ganz interessant. Also ich kann hier nach Regionen eingrenzen und ich kann auch hier durchaus Dinge finden zu außereuropäischen, also außer deutschen Schulen. Manchmal ist es auch so, dass sie nicht den Bericht direkt finden, sondern dass Schuljahresberichte sind auch auf öffentlichen Portalen, im Staatsarchiv zum Beispiel, zu finden. Dann finden Sie hier teilweise Links zu solchen Portalen, die Digitalisate bereithalten. Gut. Dann haben wir das Thema. Digitalisate. Die digitale Bibliothek des BLF, das ist etwas, was wir neu aufbauen, was sich in der nächsten Zeit deutlich füllen wird. Hier sind im Moment an einigen Stellen schon durchaus vorzeigbare Inhalte da, in anderen sieht man gerade so die ersten Einstiege und kriegt eine Vorstellung davon, wie es künftig aussehen soll. Also Digitalisate zum Beispiel Indizes, Register, Verzeichnisse. Wir sind bisher sehen noch nicht sehr viel, aber fünf Dinge drin. Zum Beispiel ein Personenverzeichnis zum Intelligenzblatt Blatt des Oberdonaukreises von 1918 oder 1919, 1920. Das Problem bei diesen Intelligenzblättern, die wir ja alle im Archiv haben, es gibt dort keine Verzeichnisse. Diese Verzeichnisse hat sich der Dr. Sauter oder die fehlenden Verzeichnisse hat sich Dr. Sauter vorgeknöpft und erfasst jetzt Intelligenzblatt für Intelligenzblatt die Namen. Hier unten zu den jeweiligen Jahrgängen. Ja, das mal, damit Sie es erkennen können. Es ist also das Datum meines Amtsblatts angegeben, es sind die Seitenzahlen angegeben, Datum der Bekanntmachung und Familienname. Soweit angegeben, auch Vorname, Titel oder Berufsangaben wie Oberförster, die ja auch Beamte waren und damit auch in Intelligenzblättern erwähnt wurden. Also das ist eine Hilfe zum Forschen in solchen Veröffentlichungen. Es gibt hier zum Beispiel ein Namensregister, lebendige Heraldik.
Das Thema Wappen oder Nichtwappen ist ja auch immer spannend. Und wir haben hier zum Thema lebendige Heraldik in der Bibliothek drei Bände. Und für die ersten beiden Bände gibt es ein Namensverzeichnis hier als PDF. Wir finden aber auch hier einen Hinweis, dass diese Wappenverzeichnisse durchaus auch bekanntermaßen als Fälschungen entlarvte Wappen enthalten. Das Problem dabei ist nicht, dass die gezeigt werden. Das Problem dabei ist, dass ein Hinweis fehlt, wenn es sich um ein Fälscherwappen handelt. Das ist es an diesem Buch, was nicht so schön ist, aber es ist zumindest ein sehr umfassendes Werk, drei Bände, wie gesagt, und die Namensverzeichnisse für die ersten beiden Bände sind hier online. Schaue ich mal hier oben, welche Bestände es noch gibt oder welche künftig noch da sein sollen. Wir haben ein Thema, das sehr interessant ist. Es gibt nämlich Adressbücher bei den Computergenealogen. Und wir haben in Kooperation mit den Computergenealogen die große Teile der Adressbuchbestände aus der Bibliothek Augsburg und aus München digitalisiert und bei CompGen über die DigiBib zur Verfügung gestellt. Also hier ist der Link dessen, was aus München bei DigiBib erstellt ist. Wir sehen, Moment, muss ich mal gucken, dass es hinterherkommt. Sie sehen, dass hier aus der Bibliothek München 40 Adressbücher digital eingespeichert wurden und man kann also mit einfachen Klick sich das Adressbuch hier anzeigen und durchblättern oder auch komplett herunterladen. Das gleiche gilt für die Bibliothek Augsburg. Aus Augsburg wurden 85 Adressbücher digitalisiert und bei CompGen eingestellt. Wenn Sie eine Übersicht über alle Adressbücher, die bei CompGen da sind, also auch die, die nicht von uns sind, haben wollen, dann gehen Sie am besten in das Portal hinein, der entsprechende Link hier ganz unten. Da landen Sie dann Portal bei DigiBib. Müssen wir gucken, dass die das auch verfolgen können. Ja, da gibt es dann Adressbuchübersicht mit mehreren hundert Adressbüchern. Gut. Was gibt es noch? Die Blätter des Landesvereins haben wir uns schon angeschaut. Das sind die gelben Blätter. Der Familienforscher in Franken, das sind die Vorläufer der gelben Blätter. Forschungshilfen und Forschungshinweise, da ist zurzeit nichts weiter drin, außer das, was eh auf der Homepage ist. Indizes und Verzeichnisse haben wir uns gerade angeschaut. Karten und Pläne, schauen wir uns mal an, was da ist. Wir haben keine eigenen Karten, aber wir haben hier zwei Links zu externen Digitalisaten eingestellt. Dort können Sie kostenfreies Kartenmaterial herunterladen. Also man hier eben nur dann auf die entsprechenden Landesbibliothek online, da ist der Link. Nachlässe genealogische. Da ist zurzeit noch nichts drin. Wir haben aber zwei große Nachlässe schon komplett digitalisiert. Das ist einmal die Sammlung vom Pastor Demleitner
der ja am Walchensee ganz ausgiebig geforscht hat. Dann haben wir den Lehner-Nachlass digitalisiert und diese Dinge werden wir demnächst einstellen. Das ist ein Haufen Arbeit, weil es sehr, sehr viele PDF-Dateien sind. Aber die Nachlässe sind recht ergiebig und die Arbeit lohnt sich durchaus. Ansonsten wären diese Nachlässe ja auch nur vor Ort in den entsprechenden Bibliotheken, also entweder in Augsburg oder in München, dann einzusehen. Und das wollen wir eben verbessern durch diese Digitalisierung. Es gibt die Rubrik Orte und Regionen. Auf einen klickt und ich sehe, zum Beispiel gibt es hier eine Chronik der Expositur Laus. Oder Hofnamen der Pfarrei Kirchdorf am Hornpold. Namensregister zur Chronik Wagen. Chronik Wagen ist etwas, was in der Bibliothek steht, wo kein Namensregister hat. Jemand hat sich die Mühe gemacht, ein Namensregister zu erstellen und dieses hier online zu stellen. Wenn Sie hier also auf einen dieser Kurztitel klicken, kommen Sie auf eine zweite Seite und dort finden Sie dann das PDF. Das PDF ist sortiert nach Hausnummern, aber mit der Suchfunktion im Browser können Sie entsprechend nach Familiennamen suchen. Zum Beispiel gibt es hier aus dem Leitner Nachlass von Herrn Merck digitalisiert das Ortsfamilienbuch Walchensee. Also der Demleitner hatte auch neben den schriftlichen Unterlagen eine riesige Kartei mit 40.000 Karten. Die hat der Herr Merck ausgewertet und hat die dann zum Beispiel zum Familienbuch Walchensee hier zusammengestellt. Das ist ein klassisches Familienbuch, nach Familiennamen sortiert und eben mit den üblichen Daten. Sie kennen solche Listen ja alle auch aus dem klassischen Genealogieprogramm. Also in diese Richtung wird es künftig noch deutlich mehr geben. Zum Thema Kirchdorf am Hauenpold gab es hier unten ein Digitalisat. Hier in drei Bänden das Häuserbuch. Das ist eine digitale Hilfe. Inzwischen hat Herr Niedermeyer die beiden Bände dieses Ortsfamilienbuches fertiggestellt und das komplette Ortsfamilienbuch liegt inzwischen in der Bibliothek in München zur Einsicht aus und auch zur Ausleihe. Aber Sie können vorab hier schon mal schauen, ob es Namen gibt, die für Sie von Interesse sind. Also das ist gerade mal. Das sind also vorne die Auflistung und hier sind dann die Daten, auch schon mit den genealogischen Angaben, die Sie üblicherweise suchen. Also hier in dem Bereich soll es mehr geben. Dort, wo wir schon etwas haben, ist das Thema Personalschriften, Leichenpredigten. Immer auf Anwenden klicken, damit der Filter funktioniert.
finden Sie zu bestimmten Personen Leichenpredigten oder Lebensläufe. Sie finden hier allgemeine Angaben zu dem Inhalt und Sie finden wieder mal das PDF hier unten, also immer nach dem gleichen Schema. Dauert ein bisschen. Oh, das ist jetzt dann die Leichenpredigt. Wie sie damals gehalten wurde. Und Leichenpredigten enthalten auch neben Gebeten und Wünschen zum Seelenheil des Verstorbenen natürlich auch Informationen aus seinem Leben. Also Leichenpredigten liefern das, was wir sonst immer als Fleisch an unsere Datengerüste suchen, also Lebensumstände und Familiensituationen, die hier durchaus in den Leichenpredigten Erwähnung finden. Dann schauen wir mal. Da gibt es inzwischen 22 Leichenpredigten, die hier für den Bereich zutreffend sind. Es sind insgesamt mehr als 250 Dateien bereits online gestellt. Gehen wir weiter in unseren Übersichten. Personen, Familiengenealogien. Dann nehme ich mal alle. Wie gesagt, im Aufbau. Aber Sie sehen zum Beispiel hier die Ahnenliste und Ahnentafel von Ernst Adolf Dingler. Das sind zwei PDFs. Eine ist die klassische Ahnenliste. Ups. Und das andere die Ahnentafel. Mit entsprechendem Zoom kann ich das hier durchaus lesbar gestalten. Oder eine Denkschrift zu Ignaz Auer. Die Familie Luckner in Cham. Lebenslauf oder eine Anliste Michael Speckbacher, die Familie Dechern, das ist vielleicht nochmal interessant. Die Familie Dechern hat Personen, die dann nach Amerika ausgewandert sind, diese Familienforschung ist zum Teil dann auch mit und für die Amerikaner gemacht worden. Das Ding haben wir also hier digital vorrätig. Es gibt am Anfang die Familienchronik, also so die Geschichte der Familie. Dann gibt es zusätzliche Betrachtung, die Herkunft des Familiennamens, Anwesenheit der Familie Dechert in der Oberpfalz. Mit Klick auf diese Option verzweigt er auch gleich dahin. Und dann gibt es die Tabellen der Blutlinien. Also das, was man klassisch in so einer Familienchronik sucht. Hier sind die Stammbäume nochmal fein aufgeführt. Es gibt eine Porträtgalerie. Also diese Dinge sind
weil sie nur im Archiv liegen, bisher kaum genutzt worden. Die sind ja nicht veröffentlicht, also in keiner Bibliothek zu finden. Und deswegen haben wir die Dinge, die inzwischen nicht mehr durch Datenschutz oder andere Dinge vor der Veröffentlichung zurückgehalten werden müssen, die haben wir gescannt und die stellen wir Zug um Zug online. Schriften des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde. Das klingt so ähnlich wie die gelben Blätter, sind aber nur Sonderdrucke aus den gelben Blättern. Also Beispiel, es gab einen Aufsatz Rundblick auf bayerische Archive, der als Vortrag gehalten wurde. Und das ist dann ein Sonderdruck außerhalb der gelben Blätter geworden. Diese Hefte stehen nicht als Digitalisate zur Verfügung, können aber gegen geringes Entgelt für, ich weiß nicht, ein, 2 Euro bestellt werden. Die Schuljahresberichte haben wir uns angesehen. Es gibt noch das Thema Verschiedenes. Auch dort finde ich jetzt keine digitalen PDFs, die ich herunterladen kann, sondern zwei wichtige Links, die beide, hier steht es rechts außen immer, extern Digitalisat. Es gibt ein Zeitungsportal der Bayerischen Staatsbibliothek. Dort kann ich Zeitungen, die man gerade so aus dem 19. Jahrhundert, mir digital anschauen. Und es gibt das Schneider-Archiv, das historische Rechnungsbücher aus dem Weißen Brauhaus zeigt und einsehbar macht. Ich will mich jetzt nicht in den Einzelseiten verlieren. Wichtig war mir ja, mal einen Überblick zu geben. Was kann ich alles finden? Wo kann ich Anknüpfungspunkte zu anderen Quellen finden? Und was hier jetzt noch nicht zu sehen ist und was seit einiger Zeit im Fokus ist, sag mal, beim Webteam, ist, wie man jetzt Genealogien und Traueranzeigen aus den Zeitungen verfügbar macht. Traueranzeigen gibt es ja in den verschiedenen Zeitungsportalen. Manche bewahren die kurzfristig auf, andere langfristig. Wir haben auf der letzten und vorletzten DVD jeweils aus wesentlichen Zeitungen, die für Bayern da sind, also sowohl Süddeutsche wie Merkur, wie auch Nürnberger Nachrichten, die Traueranzeigen gesammelt, meistens beginnend ab 2006, 2007. Und die werden wir demnächst auch hier in ein digitales Projekt einstellen, sodass wir zwar die Anzeigen, die wir als PDF vorliegen haben, nicht zugänglich machen als Digitalisat direkt, aber zumindest die Daten aus den Anzeigen Ihnen zeigen können und Ihnen einen Link oder die Angabe dazu liefern, wo denn diese Anzeige veröffentlicht wurde, also welche Zeitung und welche Ausgabe. Punkt 1. Punkt 2. Wir sind zurzeit sehr fleißig dabei, die Ahnenlisten, die im Münchner Archiv liegen, zu digitalisieren und zwar wirklich als GetCom-Datei zu erfassen und sie in einen Gesamtbestand zu integrieren. Wir haben inzwischen über 40.000 Personen erfasst mit ihren Verknüpfungen und in einer GetCom-Datei zusammengefasst. Diese soll genauso wie die Traueranzeigen, dann auch hier in einer Datenbank zur Verfügung stehen. Es ist viel Arbeit. Wir haben im Moment auch noch eine technische Umstellung im Webteam, die von Herrn Kretschmer zu bewerkstelligen ist mit seinen Mitstreitern.
Deswegen sind wir nicht ganz so schnell, wie wir gern sein wollen. Aber wie gesagt, die Zielrichtung ist ganz eindeutig. Es wird immer mehr und so viel wie möglich in dieses digitale Archiv des BLF gesteckt. Und Sie haben jetzt in etwa gesehen, wie das aussehen wird. Das sind die digitalen, also Druckerzeugnisse, die hier als PDF drin stehen, und Genealogien, also richtige genealogische Datenbanken, werden ebenfalls, aber dann mit dem passenden Medium. Also wir denken daran, dass wir mit TNG hier die Daten verfügbar machen. Das ist ein webbasiertes Genealogieprogramm, so dass wir dort auch über den Mitgliederzugang an diese Daten zur Verfügung stellen können. Gut, das war bis dahin mein Vortrag. Ich möchte Ihnen jetzt die Chance geben, Fragen zu stellen. Noch läuft die Aufzeichnung, also das, was wir jetzt an Fragen haben, würde mit in die Aufzeichnung gehen. Und wer das nicht möchte, müsste im Moment warten, dann würden wir die Aufzeichnung entsprechend beenden. Herr Ja. Müller, ich Ja, hätte bitte. eine Frage. Gleich am Anfang haben Sie auf die Internetforschungsmöglichkeit hingewiesen. Nach Passau und München-Freising ist ja auch Augsburg jetzt verfügbar. Haben Sie Informationen darüber, ob und wann Eichstätt und Regensburg vielleicht dazu kommen? Diözesanarchiv Bistum Regensburg. Das bischöfliche Zentralarchiv beginnt im Frühjahr 2021 mit der Digitalisierung und Online-Stellung der Kirchenbücher des Bistums. Dieses Projekt wird sich mit allen notwendigen Schritten über mehrere Jahre erstrecken. Auskünfte zu Projektplanung und Fortschritten werden nicht erteilt, jedenfalls nicht allgemein. Wir werden sicherlich ab und zu einen Zwischenstand kriegen über den Verein. Also Einzelanfragen sollten deshalb in Zukunft unterbleiben, aber wir werden versuchen, über den Verein, also hier spreche ich auch über die Ortsgruppe, Bezirksgruppe Regensburg, immer mal wieder einen Zwischenstand zu kriegen. Es ging ja auch im letzten Jahr schon durch die Comgen-Mailinglisten, dass Regensburg ein entsprechendes Budget bereitgestellt hat für die Digitalisierung. Zum Bistum Eichstätt kann ich nichts sagen. Da sind kaum Informationen zu bekommen. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen andere oder detailliertere Informationen hat, aber bei mir ist zu Eichstätt bisher nichts angekommen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Wenn nicht, dann stoppe ich hier an dieser Stelle die Aufzeichnung.